So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 1516 und in der letzten Folge haben wir knapp gegen Wolfsburg gewonnen und wir haben jetzt das nächste Spiel vor uns gegen Bremen im Pokal. Ja, das Halbfinale des DFB-Pokals. Ja, da haben wir Wolfsburg ja rausgehauen in der letzten Runde. Und jetzt kommt Bremen. Bremen ist im Moment auch extrem stark. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das machen. Und wehe, es verletzt sich jetzt noch ein Stürmer. Dann kriege ich es kotzen. Wir können auf jeden Fall wieder mit Gündogan spielen, der jetzt endlich wieder spielen darf, weil er war ja im letzten Spiel gesperrt. Ich glaube, wir wären auch nochmal einiges stärker gewesen, wenn Gündogan da gewesen wäre. Kruse und Martinez sind immer noch verletzt. 7 Tage Kruse. Das heißt, gegen Köln wird er auch nicht da sein. Ja, das ist nicht cool. Gut, würde ich sagen, sie sollten mehr mit ihren Spielern reden. Ich kann doch gar nicht mehr wirklich mit meinen Spielern reden. Leute, auch wenn du gehst, erwarte ich gute Leistung. Alles Gute für die Zukunft für dich. Piazon muss vor dem Tor cleverer werden. Santimina. Keine Ahnung. Ich brauche dich in Topform, kann ich nicht sagen. Jung, Benaglio, du trainierst sensationell. Yo, Rodriguez, Gündogan, du trainierst sensationell. Mertens, kann ich nicht reden. Schmelzer, scheiße. Du hast gut trainiert. Du hast auch gut trainiert. Bin mal gespannt, ey, nächste Saison, wie da die Teamdynamik aussehen wird. Sollten wir Meister werden und also vielleicht sogar das Double holen. Das wäre krass, glaube ich. Wenn wir das Double holen, dann ist, glaube ich, die Teamdynamik echt extrem weit oben noch. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder im Pokalspiel gegen Bremen. Bis gleich. So Leute, DFB-Pokal angesagt, Halbfinale. Wichtig. Heute gegen Bremen. Bremen direkt mal mit einer guten Chance über IT-Check. Feuert aus der Distanz mal einen Schuss ab. Aber das geht in den Himmel. Nervosität auf beiden Seiten. Vestergaard verliert als letzter Mann den Ball an Santimina. Holt ihn sich aber wieder. Rückpass von Gündogan auf Benaglio. Kommt ein gegnerischer Stürmer nicht unter Kontrolle. Ja, war ein bisschen Nervosität auf beiden Seiten. Ist aber auch Halbfinale. So, und jetzt Bremen mal mit einer Riesenchance. Ajerovic passt auf Memedi. Steht goldrichtig aus 10 Meter trocken ab. Aber Benaglio steht auch sehr gut und fängt ihn ab. Ja, wir haben mit Benaglio echt einen krassen Stürmer. Alter, ich bin voll verwirrt gerade. Was ist denn los mit mir? Echt einen verdammt guten Torwart. Kein Stürmer, nein. Nochmal eine gute Ecke von Bremen. Ginter verpasst es knapp. Memedi frei und schießt ein. Uiuiui, und der Ball hat nur den rechten Pfosten gestriffen. Also da haben wir gerade echt Glück gehabt. In der Anfangsphase nur Bremen am Drücker. Konzentriert euch mal, Leute. Wieder Bremen. Also gerade ist echt nur Bremen am Drücker. Und uns gelingt heute nicht so viel in den ersten Minuten. Aber ein Spiel hat ja bekanntlich 90, ne? Ach. Reus holt sich erstmal eine gelbe Karte. Und da kommt die nächste Chance für Bremen. Hajirovic schießt Jung an, holt einen Eckball heraus. Ja, dritte Ecke von Bremen. Ja, Memedi macht das gut, aber hat noch nicht so den Abschluss gerade, wie es aussieht. Endlich mal eine Chance von uns. Schlechter Weiterball von Gündogan. Ach, verdammt, ey. Also gerade in den ersten Minuten geht nicht viel bei uns. Eine Ecke, unsere erste Ecke in diesem Spiel, in der 16. Minute. Vestergaard gewinnt Kopfballduell im Zentrum, klärt auf Kosten einer weiteren Ecke. Ja, nächste Ecke, wieder
Rodriguez schlägt den Ball hoch an den Elfmeterpunkt. Wiedwald weiß nicht, ob er rauskommen soll. Ginter kommt zum Kopfball. Verfehlt das Tor um wenige Zentimeter. Also endlich auch mal ein bisschen was von uns hier zu lesen. Aubameyang kann sich am Strafraum durchsetzen. Wiedwald hat seinen Schuss aus Spitzenwinkel keine Probleme. Schade. Aber es geht weiter. Aber nur kleine Chancen. Gerade weiter Ball von Ginter. Wiedwald spielt da gut mit und kommt rechtzeitig raus. Fängt das Leder vor Santimina ab. Dabei muss er Kopf und Kragen riskieren. Na, im Moment sieht es bei uns überhaupt nicht gut aus, außer in der Abwehr. Reus mit einer 5. Ja, im Moment wirklich. Johnson bedient Memedi. Dynamische Schweizer trifft von der linken Strafraumecke den Ball perfekt. Lupft hinweg über Benaglio. 1-0. Bremen. War abzusehen. Leute, das geht so überhaupt nicht. Ey, wir sind im DFB-Pokal-Halbfinale. Ihr könnt doch nicht so spielen. Meine Güte, lass doch hier Bremen nicht so die Kontrolle übernehmen. Meine Fresse. Ah, nervt. Weißt du, gerade in so einem wichtigen Spiel. Gerade in so einem wichtigen Spiel. Jetzt in die Halbzeit retten und in der zweiten Halbzeit angreifen. Yo. Ey, das kann doch nicht sein, dass uns Bremen hier, dass Bremen gerade so krass ist. Mein Gott. So, nochmal Moral und Selbstvertrauen. Stimmung ist gut. Teamwork ist gut. Und jetzt auf die Fresse, Leute. Auf die Fresse. Meine Güte. Zweite Halbzeit geht aber genauso weiter irgendwie. Bremen direkt wieder da. Vierte Ecke von Bremen jetzt. Hummels kriegt den Ball aus der Gefahrenzone raus. Memedi fasst sich ein Herz. 2-0 Bremen. Also heute geht bei uns einfach mal gar nichts. So, es geht nicht, Leute. Alter. Es geht überhaupt nicht so. Aber jetzt mal eine gute Chance für uns hier. Schöne Flanke von Leitner. Mina kommt völlig unbedrängt zum Kopfball, bringt keinen Druck hinter die Kugel. Wiedwald kein Problem. Leute, ey. Gerade im Halbfinale, wisst ihr? Gerade im Halbfinale kommt so eine Scheiße. Schicken unsere Leute mal zum Aufwärmen. Rodriguez mit einer Ecke. Da wird gezogen und gezerrt. Am Ende geht Gündogan. Trikottest zu Boden. Ach, schade. Meine Güte, ey. Nächste Chance für uns. Aubameyang führt einen Freistoß schnell auf. Mkhitaryan aus, der keinerlei Mühe, den Ball an Wiedwald vorbeizuschieben. Sehr cool. 2-1. Wir sind wieder da. So, jetzt drauf, Leute. Voller Angriff. Leute, voller Angriff. Rauf hier. Wir bringen mal Mertens rein für Reus, der echt nicht gut war. Leitner ist ein bisschen kaputt. Und wir bringen mal Sahin rein. Nächste Möglichkeit für uns. Guter Pass von Gündogan auf Aubameyang. Ohne zu zögern, sofort den Abschluss sucht. Wiedwald ist blitzschnell unten und packt Bumpen sicher zu. Schade. Schade. Jetzt kommt Sahin rein. Deckt dann hier mal und Jung deckt hier mal. Leitner auch kaputt. Dann wechseln wir jetzt auch noch Pereiro ein. Weil Leitner ist echt ziemlich müde schon. Mina kriegt wegen einem rüden Foulspiel eine gelbe Karte. Jetzt kommt noch Pereiro rein und damit waren es das für unsere drei Auswechslungen. Ja, und jetzt heißt es hoffen, ne? Jetzt heißt es hoffen, dass die drei neuen Leute was reißen können noch. Keine Ahnung. Noch 10 Minuten zu spielen.
Nochmal eine Chance für uns. Wiedwald gegen Mkhitaryan. Verhindert am Fünfer-Eck den Ausgleich. Nochmal Konter. Gidabogi auf Leitner. Der flankt nach innen. Hummels rettet vor Mimedi zur Ecke. Jetzt nochmal voller Angriff. Scheißegal, ob der Schiri genervt ist, Alter. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, Bremen spielt jetzt natürlich etwas auf Zeit. Oh, Leute, nicht rausfliegen hier, bitte. Nochmal eine Chance, eine kleine. Mkhitaryan völlig frei. Linken Flügel liegt quer auf Mina. Ah, ein schlechter Pass. Von Mkhitaryan gewesen. Nochmal, Mina fängt Pass von Westergaard in eigener Hälfte ab. Schießt direkt aufs Tor. Der Ball 5 Meter über die Latte. Ach mein Gott, Leute. 3 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Es kommt nochmal ein Wechsel. Lorenzen für Mimedi. Ein bisschen Zeit schinden noch, natürlich. Nochmal eine Möglichkeit. Weiter Abschlag von Benaglio. Gidabogi will elegant per Volley-Schuss wieder zurückbefördern. Querschläger alleine bei Aubameyang, schnappt sich das Leder. Stürmt alleine auf Wiedwald zu. Oh, und der mit einer Glanzparade, Alter. Gibt's doch nicht. Gibt es doch nicht, ey. Nochmal eine Ecke. Von Rodriguez. Nordweit steht Richtung Tor gewandt. Will per Volley klären. Schießt sich selber gegen den Kopf. Der Abpraller geht am eigenen Tor vorbei. Oh, kannst du da nicht einfach mal ein Eigentor machen? Schlusspfiff. Oh. Wir sind rausgeflogen. Unglaublich. Wir verlieren dieses Spiel gegen Bremen. Unglücklich. Oh Mann. Was war denn heute mit der Mannschaft los, ey? Kann doch nicht sein. Sie war fit. Sie war top motiviert. Wir sind immer noch Erster in der Tabelle und wir fliegen im Halbfinale im DFB-Pokal raus. Geil, Leute. Geil. Echt geil. Naja, sehen wir uns im Nachbericht. So, willkommen zum Nachbericht. Fliege, verpiss dich. Ja, Aubameyang heute bester Mann mit einer 2,5er Wertung, Wiedwald mit einer 1,5er Wertung bei Bremen. Wir haben verloren, wir sind aus dem Pokal raus im Halbfinale, schade. Ich wäre gerne ins Finale gekommen, das ist jetzt echt bitter. Wir hatten 10 Chancen im ganzen Spiel. 50-50, also es war echt ein ausgeglichenes Spiel. Also Bremen hat echt in der ersten Halbzeit echt krass überzeugt, echt krass Druck gemacht. Also wir waren echt, boah, also es war echt ein schweres Spiel jetzt gegen Bremen. Und ja, das hat man noch gemerkt. Bremen ist im Moment echt verdammt stark. Ein Tor mehr erzielen, als man selbst bekommt, ist noch besser als ein 1-0, sagt ein Fan. Und ich habe gesagt, wer welchen Fehler gemacht hat, das überlasse ich euch. Ihr habt doch sowieso viel besser gesehen als ich. Ja, kann man so sagen, ne? Beste Spieler. Ja, leider hat Gündogan kein Tor gemacht. Sonst wäre er jetzt Torschützenkönig. Bis jetzt. Aber naja. Gut, damit ist die Sache Pokal abgehakt und Sache Double auch abgehakt. So, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach das, so neben das Spiel hier gegen Köln einfach noch mit. Ja. Würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein ins Spiel gegen Köln. Vielleicht wird es besser als das gegen Bremen. Ich hoffe, dass es besser wird als das gegen Bremen, weil wir brauchen echt, ja, wir brauchen Punkte, ne? Also jetzt ist noch die Meisterschaft, die wir haben, die wir im Blick haben und die müssen wir jetzt auch holen. Eigentlich, ne? Gut, dann sehen wir uns gleich wieder gegen Köln. Bis gleich. So, Leute, 31. Spieltag Bundesliga gegen Köln. Ja, Köln startet direkt mal mit einer scharfen Hereingabe von Bittencourt, etwas zu nah vors Tor gezogen. Benaglio ist rechtzeitig unten und packt sicher zu. Ja, wir müssen heute das Spiel machen gegen Köln. Verwirrung im Strafraum vom FC. Keiner steckt den Ball weg. Aubameyang schnappt sich die Kugel, zieht aus der kurzen Distanz ab, aber Bruno ist zur Stelle. Ist komisch, da nicht Horn zu lesen. Ah,
Da gab es gerade irgendeinen Aufreger. Es gibt Elfmeter für uns. Sehr cool. Wer wird den machen? Ich denke Aubameyang. Elfmeter. Aubameyang legt sich den Ball zurecht, läuft an, Tor. Jawohl, 1-0 für uns. Sehr cool. Durch den Elfmeter Aubameyang mit seinem 43. Tor in dieser Saison. Das nimmt Ausmaße hier mit Aubameyang. Aber warum kann der denn nicht im Pokal auch treffen? Warum kann er denn im Pokal nicht auspacken? Weiter Abschlag von Bruno. Bittencourt geht dazwischen. 1-1. Durch Osako. Da macht Köln erstmal direkt den Ausgleich. Direkt im Anschluss, 4 Minuten später. Ja, ne? Was soll man davon halten? Nicht viel. Ginter passt nach einem Konter auf Aubameyang. Am rechten Fünfer-Eck abzieht. Aber an Keeper Bruno scheitert. Verdammt, warum scheitert er an dem Keeper? Das ist nicht cool. Ja, nochmal eine sehr gute Chance für uns. Reus passt am linken Fünferraum. Mkhitaryan Aubameyang. Mit der Fußspitze den Ball erreichen, spitzelt ihn in die Arme des Torhüters. Schade. Ja, aber wenigstens ist unser Mittelfeld wieder top. Gündogan schießt aus 18 Metern Richtung Tor. Wiener bringt den eigentlich harmlosen Ball seine Rübe heran. Lässt den gefährlichen Kopfball den bedauernswerten Bruno. Och, nein. Oh, Mann. Linienrichter hat die Fahne gehoben. Kein Tor gewesen. Schade. Obwohl es so eine gute Chance war. So ein Dreck. Ja, wir müssen Köln jetzt bombardieren. Wir müssen Köln jetzt... Und dieser Santi Mina. Doch, er befand sich im Abseits. Nein! Mann! So eine Scheiße. Kann doch echt nicht wahr sein. Mann! Aber wir haben jetzt eine Chance nach der anderen. Bruno kommt heraus, fängt die Ecke gerade sicher ab. Aubameyang mit einer 1. Vasalko hat sich jetzt verletzt, eine Zehenprellung. Jonas Hector kommt rein. Ich frage mich, warum der nicht Stamm spielt. Nochmal eine Möglichkeit. Gündogan mit einem genialen Pass auf Aubameyang. Conclon grätscht aber aufopferungsvoll dazwischen. Also Moment ist echt nicht so cool. Aber Bayern ist auch unentschieden immer noch. Ginter kriegt eine gelbe Karte wegen Meckern. Ich gucke gerade mal, gegen wen spielt Bayern, gegen Ingolstadt. Nochmal eine gute Chance für Köln jetzt. War aber gerade irgendwie nichts. Dann halt nochmal eine gute Chance für uns. Mkhitaryan. Was? Hä? Ach, der SFC Köln kann eine Flanke von Mkhitaryan nicht klären. Ich wollte gerade schon, hä? Steht denn da? Zur Hölle. Eine Minute wird nachgespielt. Abpfiff, erste Halbzeit. Ja, wir haben das Geschehen klar dominiert, aber es steht trotzdem 1-1. Wir müssen ein Tor machen. Wir brauchen diese drei fucking Punkte. Wir brauchen diese drei fucking Punkte unnormal. So, zweite Halbzeit. Wir gehen genauso rein wie in der ersten Halbzeit auch schon. Und wir brauchen unseren zweiten Stürmer wieder. Ginter? Oh nein! Oh, Ginter, du Opfer, Alter. Ist nicht dein Ernst, Mann. Ist einfach nicht dein Ernst. Einfach nicht dein Ernst, Ginter. Na, jetzt ist Aubameyang alleine vorne. Naja, egal. Kommt Sokrates rein für Mina. Der hat sowieso nicht so überragend. Aber naja. Gucken wir mal. Wir machen trotzdem weiter Druck. Mit einer guten Chance. Ecke. Rodriguez. Ecke ein Tick zu kurz.
Kein Problem für Jonas Hector, der auf Kosten einer weiteren Ecke klären kann. Nochmal, vierte Ecke für uns. Kein ernsthaftes Problem für Bruno. Kommt da raus und schnappt sich das Leder. Bitte auch Bittencourt. Bitte auch Bittencourt muss vom Platz. Ah, der war wahrscheinlich gar nicht so lustig, wie ich jetzt dachte. Dortmund ist angeschlagen. Ja, wir sind angeschlagen, weil wir nur zu 10 sind. Jetzt kommt Kagawa rein für Bittencourt. Leitner legt schön für Gündogan vor, der aber verzieht. Och man, nur Leute. Nicht jetzt wegen der roten Karte noch irgendwie... Oh mein Gott! Leitner liegt schön, der aber verzieht doch. Aubameyang startet genau im richtigen Moment und spielt. Oh, ja! Aubameyang! Jawohl! Hui! Jetzt bin ich zufrieden wieder. Jetzt geht's mir wieder gut. Und direkt im Anschluss eine gute Chance. Reus links ungestört. Gündogan am 5 Meter. Kann ungestört einkopfen. Keine Chance für Bruno. 3-1. Oh, oh mein Gott. Erleichterung in meinem Gesicht. Erleichterung in meinem Gesicht, aber sowas von. Jetzt zwei Tore, zwei glückliche Tore. Oh, bitte lass Bayern unentschieden spielen. Ach, schade, die haben gerade ein Tor gemacht. Schade. Schade, schade. Tabelle wurde wohl noch nicht aktualisiert. Ja, auf jeden Fall sind wir 3-1 vorne. Momentan äußerst einseitige Partie. Trotz der Unterzahl sind wir überlegen, immer noch. Waldschmidt kommt rein jetzt für Osako, der direkt mal von Hummels und Sokratis gedeckt wird. Und Jung deckt bitte mal Kagawa. Ja. Aubameyang erläuft sich einen langen Ball, behauptet den Ballbesitz, setzt überlegt Leitner ein. Der ausgezeichnete Mittelfeldspieler marschiert in den 16er, schießt aus spitzem Winkel, aber der Torhüter kann parieren. Ja, wir immer noch überlegen, ne, trotz der Unterzahl. Nochmal mit einer sehr guten Chance, langer Ball aus der eigenen Abwehr von Dortmund. Leitner legt auf den Kopf von Mkhitaryan vor, der alleine zuläuft auf Bruno und der Keeper das Sportgerät zum 4-1 durch die Hosen schiebt. Sehr schön von Mkhitaryan gemacht jetzt. Er zeigt gegen Ende dann doch, dass er es noch drauf hat und eigentlich nicht verkauft werden will, aber eigentlich steht sein Verkauf für mich schon fast fest, würde ich mal so sagen. Nochmal eine Ecke jetzt. Kölner Abwehr bekommt den Ball nicht weg. Aubameyang zieht von der Strafraumgrenze nach Vorlage von Gündogan ab. Unhaltbar. 5-1. Ja, jetzt wird es hier doch noch ein Schützenfest gegen Ende. Und die Erleichterung steht immer mehr in mein Gesicht. Trotz der Unterzahl machen wir vorne jetzt extremen Druck. Die Abwehr hat gar keine guten Noten mehr. Na, wahrscheinlich kommt sie kaum noch zum Ball. Weil alles jetzt nur noch bei uns im Mittelfeld abläuft. Mit Gündogan, Leitner, Reus, Mkhitaryan und Aubameyang. So, upsie, da habe ich voll gegen mein Mikrofon geschlagen. Das wollte ich eigentlich nicht so. Rechts Mkhitaryan nicht. Wir wechseln mal Leitner aus, dafür kommt Pereiro rein. Und wir wechseln mal aus. Wen haben wir denn bei Piszczek? Wechseln wir Jung mal aus. Komm, Piszczek mal rein. Verdammt, das wollte ich nicht. Eigentlich nur das hier machen. Dass Piszczek dann jetzt Dings deckt. Kagawa. So, damit haben wir auch unsere drei Auswechslungen, oder? Ja. Dreimal ausgewechselt haben wir auch. Pereiro kommt nochmal ein bisschen Spielzeit. Und jetzt verletzt sich Sokratis. Ist das dein Ernst? Ey, Leute, jetzt sind wir zwei Leute in Unterzahl. Meine Fresse, ey. Vier Minuten wird nachgespielt. Schlusspfiff. Hey, wir haben 5-1 gewonnen. Trotz der Unterzahl.
und dann der noch mehr Unterzahl. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns im Nachbericht wieder. Bis gleich. Jo, wir haben heute krass gewonnen, 5-1, trotz dass wir übertrieben in Unterzahl waren, also gegen Ende zumindest. Ja, wir haben nicht so viele Pässe gespielt, aber wir waren trotzdem die dominante Mannschaft. Köln hat eigentlich gar nichts hinbekommen gegen uns. Ja, wir sind Erster, ne, immer noch. Die Stimme nach dem Spiel. Wir kommunizieren über Transpiration. Die Spieler sehen mich schwitzen und sind bereit, das Gleiche zu tun. Und Peter Stüger, wir waren chancenlos. Borussia Dortmund war von der ersten Sekunde an sehr aggressiv. Durch ihr Forechecking, ja, okay, haben sie uns erhebliche Probleme bereitet. Sie haben uns überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen und waren für uns eine Nummer zu groß. Ja, das haben wir gemacht. Trotz der Unterzahl. Ich möchte es nochmal, ne? Und Aubameyang heute mit einem Hattrick sogar wieder. 45 Tore hat er jetzt schon in dieser Saison erzielt. Ja, wir waren Sechster. Und da sind nochmal dann die schönen 45 Tore von Aubameyang in dieser Saison. Ey, das ist echt der Typ, der bricht gerade Marken. Das ist krass. Das ist echt krass. Wir gehen mal weiter. Ja, krass. Also wirklich echt krass. Da wir jetzt der Hattrick von Aubameyang wird jetzt wahrscheinlich nochmal, ja. Der Hattrick von Aubameyang wird jetzt nochmal gezeigt. Yo. Alter, der Typ ist echt, oh, krass. Der Typ ist krass, echt krass. Verdammt krass. Ja, verdammt. Und wir gucken jetzt gerade mal, oh, 26, nee, warte, Sokrates ist 13 Tage verletzt. Ja, aber zum Glück ist Kruse wieder da zum Augsburg-Spiel. Und dann haben wir ja nur noch, wir haben ja so nur noch 3 Spiele in dieser Saison, dann sind wir schon wieder fertig. Krass, ne? Wie schnell das geht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal wieder für diese Folge. Wir haben verloren gegen Bremen, aber dafür sensationell gewonnen gegen Köln. Tut mir ein bisschen leid für den FC, aber naja, kann man nichts ändern, ist nur ein Spiel. Der FC hat jetzt wegen uns eine negative Tordifferenz. Ja, Peter Stöger, tut mir leid. Aber, ne, easy business. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.